Welcome back in Pine Groove. Kramer Fan spielt Lumberjacks Dynasty. Hört scheiße an, gell, wenn ich so Englisch, Deutsch, Amerikanisch bubble. Ich würde es lieber wieder hessisch. So, wieder zurück hier auf dem Kanal mit dem Lumberjack Dynasty. Ich hatte ja in der letzten Folge diese Mission angenommen bei der Frau Sascha da oben. Ich kann es euch noch mal kurz auf der Karte zeigen. Hier oben habe ich die Bäume gefällt, die Büsche weggeschnippelt. Und jetzt war ich aber zu müde und zu schwach für diese Bäume da auf diesen Fleck zu tragen. Und das mache ich jetzt gleich. Aber vorher wollte ich euch den Hof noch ein bisschen zeigen. Wie gesagt, das ist der Tierstall. Da steht ein Gerüst. Ich kann ja mal auf Gerüst gehen und dann entferne ich das mal, weil das ein bisschen blöd aussieht hier. Seht ihr? Und da, nee. Und da, wo ich ein Gerüst hinstelle kann, wird es grün markiert. Da braucht man eigentlich nur mit der linken Maustaste zu drücken und dann wird das Gerüst dahin gebaut. Auch hier noch so eine Verlängerung vom Gerüst. Das Gerüst weiß auch immer von allein, wie hoch es sein muss. Manchmal hat man nur eine Ebene, manchmal hat man zwei Ebene. Jo. Wie gesagt, das Spiel ist relativ simpel. Hier, das ist die Werkstatt. Da bin ich auch in meinem alten Spielstand noch nie dazu gekommen. Hier kann man angeblich Autos umlackieren. Hier neben ist eine Tankstelle. Die habe ich schon mal gefüllt. Man fährt einfach an die Tankstelle und sagt hier, geben wir acht, kippen wir bei mir im Hof in die Tankstelle 2000 Liter rein. Aber hier drin, erstens ist noch gar nichts repariert. Und wie das hier drin geht mit Autos oder Fahrzeuge oder Geräte reparieren und umlackieren, keine Ahnung. Habe ich auch in meinem letzten Spielstand noch nicht gemacht. Aber ich kann hier gerade mal diese Ingenieuransicht machen. Nö, da steht jetzt nichts von wäre jetzt nicht betriebsbereit oder so. Also die kann man auch anscheinend im unreparierten Zustand nutzen. Ja, wie gesagt, Stall, Kühe, Hühner, Ende glaube ich. Ein Hund kann ich mir hier irgendwo halten, hat die Tante Grace erzählt. Werkstatt. Dann haben wir hier das Gewächshaus. Hier haben wir so ein Garage, Schuppe, tralala. Ich kann es hier mal aufmachen kurz. Ist nichts außergewöhnliches. Einfach nur so ein Unterstellhall. Vielleicht fürs Auto oder keine Ahnung, was noch so all kommt. So, dann haben wir hier hin. Seit irgendeinem Update gibt es ja auch. Man kann ja auch hier im Spiel heiraten und Kinder bekommen anscheinend. Und da ist am Haus schon mal ein Spielplatz mit dran. Da habe ich schon mal alles repariert. Außer der Zaun sehe ich, da ist noch irgendwo ein Loch drin. Das machen wir doch jetzt gerade noch mal schnell. Eigentlich hatte ich das schon mal gemacht. Aber wie gesagt, das Spiel ist immer noch... Ich will mich jetzt nicht festlegen, wie das genau heißt. Aber ich glaube in so einer Release-Version, wenn ich mich nicht irre. Also es ist noch nicht alles 100% perfekt. Man kann auch da noch irgendwie mitbestimmen oder wenn man da irgendwie Fehler entdeckt oder so, soweit ich es weiß. So, das war jetzt erst einmal das. Dahinter ist das Sägewerk. Wie gesagt, hier sind Bäume mit Äpfel. In der letzten Folge hatte mir hier eine Bienenstock hingestellt. Da sieht man sie auch rumfliegen, die Biene. Und hören tut man sie auch. Da könnte ich jetzt die nächste hinstellen, aber will ich jetzt erst einmal nicht. Ich will jetzt erst einmal die Mission der Oppe abschließen. Bevor ich gleich wieder müde und hungrig bin, mache ich die jetzt erst einmal fertig. Und wie es dann weitergeht, schauen wir mal einfach. Jetzt fahren wir erst einmal los zu dieser Sascha da und schleppe deren die Bäume in den markierten Bereich. Wie gesagt, wenn man hier nachts immer über eine Mission drüber hinaus schläft, ist das auch kein Problem. Ich komme erst. Du hast Zeit, ich nicht. So. Die Missionen verfallen nicht oder fühlst du nicht weg oder ende automatisch oder so. Bleibt alles schön stehen. Man kann gemütlich am nächsten Tag weitermachen. Kein Stress. Alles easy peasy. Das überholen wir mal hier elegant mit 33 km/h. Ich glaube, dieser KI-Verkehr fährt so 22 oder 25. Also die sind sehr lahm unterwegs.
Sobald man hier ein bisschen an der Mittelstreife kommt und wenn einem einer entgegenkommt, bleiben die sofort stehen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. So, dann ging es hier hoch. Man bekommt immer so eine Meterzahl da ganz cool angezeigt, wie ihr das da links im, mit dem, links im Bereich vom Bildschirm noch seht. So, und jetzt ist diese Meterzahl weg, weil ich jetzt aus diesem Sichtbereich, sagen wir mal, rausgeflutscht bin, aber es macht ja nichts, das Dreieck ist ja noch da. Das zeigt mir, wo ich ungefähr hin muss. Hier war diese Mission bei dem Kamerad dahinter, den man dahinter sieht, mit diesen orangenen Warnweste, da liegen auch noch so ein paar Bäume. Das war diese Mission, wo ich diesen Hänger geschenkt bekommen habe, diesen Holztransportwagen. Aber wir sind ja dahinter bei dieser Sascha in der Gänge, 300 Meter noch. Da fahre ich jetzt hin und das mache ich jetzt erst fertig. 26 Baumstämme durch die Giefenschleppe, ich freue mich. Aber egal. Ich bekomme ja einen Stapler geschenkt, den ich dringend benötige für meine Bretterpalette da. Von A nach B zu wuchten. So, steigen wir mal aus. Ich muss jetzt hier gerade noch mal zurücke. Entschuldigung dafür. So. Hier läuft auch einer mit einer Warnweste rum. Egal. So, und jetzt sind wir ja ausgeruht und gestärkt. Jetzt kann ich wieder auf diese Ingenieuransicht gehen. Jetzt bekomme ich die Baumstämme angezeigt mit diesem grünen Symbol, wo ich die lupfen kann. Also wo ich die anpacken kann. Jetzt geht man hier auf E. Jetzt hat man den hier auf die Schulter drauf. Und jetzt kann man auch nicht rennen, sondern nur langsam laufen. Und das ist ja diese Abwurfstelle hier, wo ich jetzt 26 Stück hinwerfen muss. So ein Ochs hatte ich gerade auf der Schulter. So, weiter geht's. Dieser Punkt, wo man die greifen kann, ist immer eigentlich in der Mitte. So. Ich werfe die einfach dahin, ob es jetzt ordentlich ist oder nicht. Ich glaube, ich meine, man könnte die auch nachher wieder abholen, wenn ich mich nicht irre, um die im Sägewerk zu verarbeiten. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So, und jetzt könnt ihr unten auch mal zugucken, wie die Nahrung und der Schlaf da alles runtergeht, wenn ich diese dicke Oschis hier rumschleppe von Hand. Wie gesagt, hier in der Mission muss ich die da rumschleppen. Ich kann die mit meinem Schlepper noch nicht da rumtransportieren. Aber es ist ja auch wurscht. Schleppen wir sie halt, was soll's. Sie hat mir ja auch ein Glas Bohnen geschenkt und vier Brotwäsche. Dann kann man die Achter rum. Kann man die Stimmachter rumtragen. Hier geht's weiter. Das dauert natürlich auch einen Augenblick. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die ganze Aktion hier mal pausieren soll. Dass ihr nicht alles dasselbe seht. Oh, da steht ein Reh. Seht ihr das? Und ein Storch steht da. Wenn ich jetzt näher komme, renne die weg. Deswegen, ich kann nicht zu nah rangehen. Cool, gell? Jetzt komme ich näher. Da schaut auf jeden Fall schon mal ab. Das Reh ist stehen geblieben. So, die Nahrung geht im Ende. Also was heißt, geht im Ende? Geht langsam runter, da muss ich ja gleich wieder was essen. Ich glaube, wenn es unter 50 ist, kann ich hier keine Baumstämme mehr schleppen. Aber ausgeruht sind wir am Schlafen. Das ist viel wert. So, ablege. Nächstes Baumstämmchen. Die hier mal einfach mal all hier gemütlich ab.
19 Stück noch. Wo sind denn hier noch Baumstämme? Ich suche natürlich diese Nämme, die am kürzesten liege, bis ich am schnellsten dahin zu der Abwurfstelle komme. Ich würde gern das Spiel pausieren, aber das geht hier mit dem neuen Aufnahmeprogramm gar nicht, sehe ich gerade. Da muss ich noch mal gucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der Computerexperte. Bin froh, dass ich das hier alles hinbekomme, ohne ständig jemanden fragen zu müssen, wie das funktioniert. Da bin ich schon mal sehr froh drum, dass ich das wenigstens schaffe. Aber wenn du mal einen Tipp für mich hat, wie man bei, wie heißt das, Streamlabs OBS 107, wenn man da ein Knöpfchen hat zum Pausieren. Ich glaube, da oben habe ich es. Da muss ich hin. Ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Dann würde ich nämlich die Aufnahme mal probieren zu pausieren. Die Stimmen hier ein bisschen weiter schleppe offline und dann, sobald es nur noch so ein paar sind, euch wieder hier mit der Zuschalte. Ich muss da erst einmal die schlechte Qualität vom Andi entschuldigen. Ich probiere das gerade mal, ob das funktioniert. Wie gesagt, noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nee, funktioniert leider nicht. Da müsst ihr jetzt mal hier durch die Folge durch. Dann müsst ihr mal die Stämmschlepperei hier mit ansehen. Wie gesagt, wenn man so einer einen Tipp schreiben kann, wo ich die Aufnahme mal kurz pausieren kann. Da kommt eine Information, du wirst hungrig. Ich habe mir schon gedacht. Geht auf die 50 zu. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wer sich da besser auskennt mit diesem Streamlabs OBS. Bitte in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich mache das hier, weil mir Spaß macht und nicht, weil ich ein Profi bin und mich irgendwie präsentieren will oder sonst irgendwas. Ich habe Spaß am Spiel. Ich habe auch Spaß an YouTube, das hier hochzuladen, aufzunehmen, hochzuladen, tralala. Aber alles weiß ich nicht. Vierzehn Stück muss ich jetzt mal da reinschmeißen. Spannend, ob ich überhaupt genug Platz für den ganzen Kram habe. Stamm. Ja, hier gibt es glaube Eiche, Birke, Kiefern, Fichte, wenn ich mich nicht irre, und tote Bäume irgendwie. Abgestorbene Bäume, und das war ja hier mit Masse der Fall. Ah, alles klar, du bist zu hungrig, um etwas um schwere Baumstämme zu tragen. Also ist das nicht bei 50, sondern bei 60. Komm, ich trinke noch so ein alkoholfreies Bier. Bin ich zwar über die 100 drüber hinaus gewesen, aber es wird nur 100 angezeigt.
Das habe ich 5 Stück verschenkt. Aber die Bratwürste sind nur 28. Mit 2 wäre ich da auch nicht weit gekommen. Also trinke ich mal einen Alkohol und 3 Bier. Ja, gut. Hauptsache ich bekomme die Stämme jetzt dahin geschleppt. Den werfe ich noch ab. In eine. Und dann werde ich mich für heute von euch verabschiede und mich fürs Zuschauen bedanke bei euch. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.